Oh shit, oh shit, meine lieben Freunde. Ich habe es schon immer wieder gesagt, der Rapper-Kollega steckt wirklich in einem Shitstorm nach den anderen. Ich habe wirklich das Gefühl, er sollte sich lieber komplett aus der Szene erstmal für die nächsten paar Jahre zurückziehen, meine lieben Freunde. Das würde, glaube ich, die ganze Lage ein wenig stabilisieren und ein bisschen Gras über die ganze Geschichte wachsen lassen. Nur nochmal ganz kurz zu der Story, worum es überhaupt komplett geht, meine lieben Freunde. Also, der Rapper-Kollega hat vor vielen, 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 vielen Jahren bei Jan Böhmermann in einem sogenannten Interview-Talkrunde gesessen. Auf ZDF Neo war das, glaube ich, damals, glaube ich. Ich glaube, das war ZDF Neo. Ich bin mir da nicht genau sicher, meine lieben Freunde. Auf jeden Fall wurde er eingeladen von dem Jan Böhmermann, der Kolle. Das Video kann ich euch gerne unten als Link rein fügen, das könnt ihr euch gerne reinziehen. Auf jeden Fall hatten die beiden ehrlich gesagt eigentlich ein ganz normales, gutes Verhältnis sogar. Also es gab nie Beef, würde ich mal so sagen. Jetzt hat der Jan Böhmermann ein Video rausgehauen auf der Seite von ZDF Neo auf YouTube, meine lieben Freunde. Ich werde euch den Link gerne unten verlinken, das könnt ihr euch gerne reinziehen. Er hat nämlich das Video von Kollega nach parodiert, ja, also ziemlich krass, aber ganz ehrlich, der Rapper-Kollege, der ist so oder so einer, der auch gerne andere auf die Schippe nimmt, über die Schulter nimmt und wirklich Leute verarscht, Parodien hintereinander erstellt, der muss ja auch natürlich mit Gegenwind rechnen, also ganz ehrlich, da kann sich jetzt gar keiner jetzt beschweren, der Rapper-Kollege haut auch immer wieder solche Dinge raus, ja, von einem einstigen Promi, der ihn eigentlich ganz normal mochte, ist das natürlich ziemlich krass. Naja, auf jeden Fall dreht sich das Video um alles auf Null, meine lieben Freunde. Ihr werdet es wahrscheinlich noch kennen, dieses Video, was wirklich viral ging. Wirklich fast die ganze Rap-Szene hat sich über Kollega mit diesem Video lustig gemacht. Das ist wirklich, wirklich einfach nur... Ich krieg wirklich das Lachen, wenn ich darüber nachdenke. Das Video ist wirklich krass. Ein paar kurze Stellen, meine lieben Freunde. Da erzählt Kollega, er ist für uns da, für die Alpha-Community. Hinter ihm stehen nur, also in diesem Raum stehen nur Leute, die schon seit Jahren hinter ihm stehen. Und da siehst du da einen Ashkoba, der seit ein bis zwei Jahren vielleicht beim Label ist. Da siehst du einen Noah, der auch, sag ich mal, drei, vier Jahre vielleicht bei Kolle ist. Und du siehst da keinen Königstein, du siehst da keinen Sayed, du siehst da keinen Corey oder wer auch immer. Es ist wirklich traurig. Der Rapper-Kollege macht sich wirklich einfach nur lächerlich, meine lieben Freunde. Digga, was ist denn los mit dir, meine lieben Freunde? Was ist denn los mit dir? Also ich kann leider aus copyright-rechtlichen Gründen die Videos nicht einblenden, sonst wird dieses Video von mir gesperrt, meine lieben Freunde. Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, zieht euch die zwei Videos rein von Kolle auf Felix Blume und von Jan Böhmermann auf ZDF Neo. Es ist auf jeden Fall Unterhaltung pur, meine lieben Freunde. Für die ein oder anderen Hater, die jetzt sagen, ey, warum disst du unseren Kolle? Ja, der Kolle, der disst uns alle auch, meine lieben Freunde. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er anfängt, DOGG3DL zu dissen. Deshalb fangen wir lieber an, ihn zu dissen. Okay, meine lieben Freunde, das war's mit diesem Video. Dieses Video drehte sich mal wieder um den Rapper-Kollega. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr am Start bleibt. Und ich wünsche euch was. Peace out.